Uns hat mal wieder eine Frage erreicht, diesmal von Sepp Huber, erneut auf YouTube. Und die Frage wollen wir uns erneut anschauen mit Richie. Und dann machen wir das Ganze mal. Super Video und klasse, dass man mal wirklich Einblicke in eine Börse bekommt. Mit den Einblicken machen wir direkt weiter. Aber eine Sache habe ich nicht verstanden. Da kommst du jetzt ins Spiel. Zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr gibt es bei DAX-Werten laut dem netten Richie ja keinen Spread. Das bedeutet ja, dass bei Bid and Ask der identische Wert im Orderbuch ganz oben steht. Soweit richtig. Das zeigt, die über 8000 Leser oder Betrachter des Videos, da haben viele auch wirklich sich Gedanken darüber gemacht. Das ist das Wichtige daran. Und die Frage ist absolut gerechtfertigt. Wie funktioniert das eigentlich? Denn hier, Sepp Huber, hat festgestellt, eigentlich kann das ja gar nicht sein. Denn theoretisch müsste ja immer sofort eine Ausführung geschehen. Wie kann das denn passieren? Ganz einfach, es funktioniert daher, dass wir bei uns im Handel wirklich auch Menschen sitzen haben. Wir haben über 80 Händler, die Aufgabe haben, einen möglichst guten Preis zu generieren. Und der gute Preis wird einmal durch Bid-Ask, durch Kauf und Verkauf im Orderbuch generiert, wird auch anhand von Referenzmärkten, wie ich in meinem Video auch erkläre, herangezogen. Und wir gehen sogar gerade in diesen DAX-Werten und übrigens auch in MDAX-Werten, da können wir vielleicht auch noch ein Wort dazu verlieren, gehen wir einen Schritt weiter. Denn die Händler bei uns wissen ganz genau, in diesen DAX-Werten gibt es unglaublich viele Aufträge, gibt es ganz viele Käufe, Verkäufe den ganzen Tag über. Und sie wissen genau, wenn sie möglichst viel Geschäft bei uns an den Markt heranziehen, durch den besten Preis, spreadlos, besser geht's nicht, haben sie sehr häufig die Chance mal, 2 Cent irgendwo einen Gewinn zu erwirtschaften, mal 2 Cent einen Verlust zu erwirtschaften. Und wenn Sie sowas nur 5 Mal am Tag machen, dann ist einfach das Risiko, dass der Tag gegen Sie läuft. Nehmt einen Würfel, würfelt 5 Mal und es kann sein, 4 Mal wird die Zahl gerade sein, einmal ungerade, das ist doof. Wenn ihr aber 1000 Mal am Tag würfelt, oder anders gesagt 1000 Mal ein Geschäft in so einer DAX-Aktie am Tag tätigt, wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass man 50% einen Verlust, 50% einen Gewinn macht. Die Anleger haben nie einen Nachteil, die haben nur einen Vorteil daraus, weil sie immer Gewinn machen, weil sie den Spread sparen sich. Und unsere Händler oder wir als Börse haben den Vorteil, dadurch kriegen wir viel mehr Aufträge, die wir sonst vielleicht nicht kriegen würden, wenn wir nicht den besten Preis bieten würden. Und an den Geschäften, wir wollen nicht am Spread verdienen, wir wollen nicht versteckte Gebühren irgendwo nach außen eincashen, wir wollen an dem verdienen, wo jeder von seiner Homepage und Entgelt nachlesen kann, im DAX 4,20 Euro fix plus 0,36 Promille an den Transaktionsgebühren und das sind die Erträge, die wir haben wollen. Und durch solche guten Preise, vielleicht gehen wir gerade mal in eine Aktie rein, ich glaube, wir haben die Siemens vorbereitet, sieht man aktuell 117,575 im Kauf als auch im Verkauf auf beiden Seiten, also kein Spread, man sieht es ja ganz eindeutig. Wenn wir jetzt hier mal einen Referenzmarkt nehmen würde, könnte es sein, am anderen Markt könnten wir die Aktie für einen Kunden kaufen lassen, so 117,585. Und wenn er sie verkauft, kriegt er vielleicht nur 117,565. Da hätten wir jetzt mal 4 Seiten 1 Cent Spread, die spart er sich bei uns. Und wir sagen zwar bis zu 20.000 Euro Gegenwert ist es auf jeden Fall garantiert, aber man sieht hier bei 600 Stück, es geht auch weit darüber hinaus. Je nachdem, wie liquide die Aktie ist, können wir auch weitaus mehr Stücke zum spreadlosen Handel bei uns anbieten. Das heißt aber auch, dass die Händler hier unten quasi im Sinne des Kunden ab und an ins Risiko gehen? Ja, richtig. Weil nur dann können sie ja immer den besten Preis bieten. Und das Risiko ist eben dadurch für sie tragbar, weil sie genauso mit dem Risiko, Risiko ist nichts Negatives. Ein Risiko kann mal positiv enden und mal negativ. Und durch die Menge der Geschäfte, gerade in diesen DAX-Aktien, pendelt sie sich immer sehr schön ein und im Normalfall hat man am Ende vom Tag 50% Verlust, 50% Gewinn, hat aber mehr Aufträge herangezogen, als wenn man einfach einen Spread hätte, aber der beste, der attraktivste Markt ist. In Stuttgart kann ich demnach alle DAX-Werte von 9 Uhr bis 17.30 Uhr, also zur Öffnungszeit des Referenzmarktes und alle deutschen MDAX-Werte bis zu einem Volumen von 20.000 Euro garantiert, haben wir eben schon darüber gesprochen, handeln. Darüber hinaus ist es eher schwierig, oder? Ja. Also auch der MDAX gab es nicht von vornherein. Man hat schon sehr früh angefangen, den DAX zu testen. Hat dann vor einiger Zeit auch einen MDAX dazugenommen. Die Frage wird es gleich kommen, wann kommt der SDAX? Es ist einfach so, je weniger Geschäft in einer Aktie am Tag stattfindet, oder je seltener ich den Würfel werfe, je größer das Risiko, dass ich halt nur ein paar Würfe habe und die einfach mal daneben gehen und ich dann dementsprechend am Tag immer drauflege. Und das heißt also, bei weniger liquiden Werten, und im SDAX hat man halt schon durchaus illiquide Werte, ist so ein Modell kaum tragbar. Denn wenn man dort Verluste macht, die Spreads sind dort auch wesentlich größer am normalen Markt. Also sind auch die Verlustrisiken wesentlich größer. Und das kann man kaum über dieses System auffallen. Also wir versuchen auch da bessere Preise als in Referenzmärkten wie möglich zu bieten. Aber wir können dort aktuell keinen spreadlosen Handel bieten. Das ist einfach nicht machbar. Ganz kurz nochmal, warum ist für mich als Privatkunde der Spread überhaupt so entscheidend? Okay, ich greife jetzt wieder mein Beispiel auf, das ich schon im Video erklärt habe. Ich muss doch gucken, zum einen, was zahle ich für eine Ware, ich bin wieder bei eBay, was zahle ich für einen Artikel und was zahle ich für den Versand, was zahle ich an Börsengebühren. Und wenn ich als Kunde den bestmöglichen Preis haben will, dann muss mir klar sein, wenn ich gleichzeitig kaufe und verkaufe und ich habe keinen Unterschied zwischen diesen beiden Beträgen, dann habe ich den besten Preis. Wenn ich dagegen aber eine Aktie an einem Markt habe, wo ich
20 Cent mehr zahle und 10 Cent weniger bekomme, diese 30 Cent Differenz, ja, ich habe vielleicht einen gebührenfreien Handel, aber diese 30 Cent Differenz sind trotzdem eine versteckte Gebühr, die mir bewusst sein muss. Wenn ich das Risiko bewusst eingehe, ist okay, aber bitte nicht denken, ich handle dort ja umsonst, aber was ich kaufe, hat einen Preis, der wesentlich schlechter als woanders ist. Und dementsprechend, die Gebühren sind, also sind zwei Faktoren, Spread, möglichst gering, kein Spread, besser geht's nicht, und die wirklichen Börsentransaktionen, und die zwei Faktoren müssen wir berücksichtigen. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die Frage. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen soweit. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben es durch. Danke dir. Ich freue mich auf die nächste Frage. Danke euch. Ich hoffe, dass es jetzt klarer wurde. Ja. Und dann bis demnächst, Richie. Gerne.